Willkommen zurück, Jeroen Schipper hier. In diesem Video geht es um die drei Mythen beim Frauenansprechen. Denn Frauenansprechen ist ja so ein sagenumwogenes Thema. Ja, die wenigsten trauen sich, die wenigsten machen es tatsächlich. Und vielleicht hast du in deinem Kopf Misskonzeptionen über dieses ganze Thema, die dich daran hindern, einfach mal loszulegen und Frauen anzusprechen. Deswegen, Inhalt dieses Videos werden auf jeden Fall die drei Mythen sein. Und nach diesem Video siehst du wahrscheinlich ein bisschen klarer und wirst auch erkennen, weshalb du jetzt auf jeden Fall loslegen solltest, und es werden sich bei dir wahrscheinlich auch ein paar mentale Blockaden lösen. Also sei auf jeden Fall gespannt auf die drei Mythen beim Frauenansprechen. Mythos Nummer 1 ist, dass Frauen nicht angesprochen werden wollen. Ja, vielleicht denkst du das irgendwie so unbewusst, so hey, wenn ich sie jetzt anspreche, ich krieg doch eine gescheuert, oder wie das kommt irgendwie total sexuell rüber, wenn ich jetzt einfach hingehe und Hallo sage. Aber nichts könnte weiter ab von der Wahrheit sein. Denn wenn du ganz ehrlich und authentisch dein Interesse bekundest, die 99% der Frauen respektieren das. Einfach, weil du ein Mann bist, der sich nicht verstellt, ja, und der zu seinen Bedürfnissen eben steht. Und in dem Moment bist du einfach ganz authentisch, und das wiederum macht dich attraktiv. Das heißt, selbst wenn sie jetzt nicht verfügbar ist, beziehungsweise wenn sie jetzt halt vergeben ist, ja, oder es einfach gerade aus irgendeinem Grund nicht passt, wird sie dich trotzdem respektieren, dass du eben die Eier hast und in diesem Moment halt hingehst. Die meisten Frauen freuen sich nämlich darüber, wenn du sie einfach ansprichst, auf eine ganz ehrliche, authentische Art und Weise. Und die Frauen, die sich nicht darüber freuen, die willst du sowieso nicht kennenlernen. Ja? Im Prinzip ist es ein ganz natürlicher Selektionsprozess, in dem du einfach herausfindest, mit wem du kompatibel bist. Selbstverständlich kannst du nicht mit jeder Frau kompatibel sein. Es gibt aber tausende Gründe, weshalb es jetzt zum Zeitpunkt gerade nicht passt. Ja, vielleicht ist sie vergeben, vielleicht lässt ihr Ex sie nicht in Ruhe, vielleicht hat sie einfach einen sehr stressigen Tag und keine Lust, sich mit dir zu unterhalten. Das ist völlig egal. Das Wichtigste ist einfach, dass du eben rausgehst und dass du testest. Ja, denn sonst wirst du eben nie herausfinden, ob es zwischen euch beiden gepasst hätte oder eben nicht. Kommen wir zum Mythos Nummer 2 beim Frauenansprechen, und zwar, dass du einen super coolen Spruch brauchst, damit es klappt. Ja, vielleicht kennst du es aus der Serie mit Barney Stinson, ja, der hat immer einen coolen Spruch auf Lager, oder vielleicht kennst du es aus James Bond Filmen, dass der Anmachspruch total ausgeklügelt sein muss, ja, total schlau und kreativ, damit es funktioniert. Aber das muss gar nicht sein. Natürlich ist es gut, wenn du aus der Situation heraus irgendwie einen guten Aufhänger findest, um sie jetzt praktisch anzusprechen, aber das brauchst du gar nicht. Ja? Du brauchst keinen super coolen Spruch. Ja? Das ist einfach nur so ein, ja, sag ich mal, so eine Art Macho-Gehabe, so eine Art, ja, Taktik von Leuten, die nicht wissen, wie es funktioniert. Das Einzige, was funktioniert, das ist einfach ganz ehrlich und authentisch ansprechen, was du in dem Moment gerade fühlst. Ja? Und dann wird das Ganze eben auch für dich gut funktionieren. Beispielsweise, wenn du jetzt ihr ein Kompliment machst, nur um sie irgendwie in dem Moment rumzukriegen, ja, weil du vielleicht noch mit einer weiteren Frau schlafen musst, ja, wenn du da irgendwie so einen Druck hast, wenn du so das Gefühl hast, du performst, dann wird das Ganze nicht gut funktionieren. Beziehungsweise auch, wenn dein Interesse nicht authentisch ist und auch nicht echt ist. Ja. Das heißt, deswegen ist es besser, wenn du nur Frauen ansprichst, auf die du auch wirklich stehst, ja, wo du wirklich eine Anziehung spürst. Und dann diese Authentizität macht, dass das Ganze funktioniert. Und das ist alles. Ja. Im Prinzip brauchst du nur einfach sagen, dass sie dir gefällt und dass du dir deswegen mal Hallo sagen wolltest. Ja, da brauchst du gar keinen coolen Spruch. Authentizität in diesem Fall siegt immer. Vielleicht hast du auch irgendwo schon mal einen coolen oder einen besonders blöden Anmachspruch gelesen. Ja, und wenn du das dann in der Stadt ausprobierst, würde es nicht funktionieren, weil es einfach ja unkreativ und auch ziemlich plump rüberkommt. Ja, zum Beispiel, hey, was weiß ich, fällt mir jetzt kein blöder Anmachspruch ein. Aber dabei ist ganz wichtig, halt, wenn du das in der Stadt zum Beispiel machen würdest, dann setzt du alles auf eine Karte, ja, und schaust dann einfach, was passiert. Ja, und du weißt im Prinzip danach gar nicht, wie es richtig weitergeht. Wenn du einen blöden Anmachspruch ernst meinst, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und ironischerweise, wenn du einen blöden Anmachspruch ironisch meinst, ja, also wenn du dich selber so gut fühlst und wenn du ganz genau weißt, dass der Anmachspruch so blöd ist und dass du das ironisch rüberbringst, ja, und du fühlst dich trotzdem dabei gut, dann kann das Ganze funktionieren, weil du dann eben mit Humor punktest. Weil du eben im Prinzip die ganzen Männer durch den Kakao ziehst, die es ernsthaft mit solchen Sprüchen versuchen. Mythos Nummer 3 ist, dass dich alle Menschen anschauen, wenn du eine Frau ansprichst. Ja? Vielleicht hast du das Gefühl,
dass wenn du eine Frau ansprichst, dass sich auf einmal alle Leute in der Stadt anschauen. Ja, alle schauen dich an, hey, was macht der da? Das ist doch komisch, der spricht einfach an. Auch das ist nicht wahr. Für die Außenstehenden sieht es wahrscheinlich so aus, als würdet ihr euch kennen. Ja klar, wenn du ihr jetzt irgendwie hinterher rennst, sie einfach im Laufen stoppst, dann fällt es natürlich sehr, sehr, sehr auf. Aber wenn du einfach hingehst, ja, sie nicht ansprichst, ihr Hand gibt, dann kann es auch gut sein, dass ihr euch kennt, der oder euch erst auf ein erstes Date trefft. Ja, die Leute, die das mitbekommen, ist einfach der enge Radius, es sind 2-3 Meter und es sind vielleicht 3 Leute, die schauen kurz rüber, denken sich, ah, okay, der spricht sie jetzt an und dann widmen sie sich wieder ihren eigenen Problemen. Das heißt, wenn du eine Frau ansprichst, schauen nicht alle Leute auf dich. Ja, das ist vielleicht, also du kennst es, dieser Spotlight-Effekt wird es auch genannt, dass du das Gefühl hast, dass alle Leute dich immer anschauen, aber das ist eben nicht wahr. Und das heißt, nächstes Mal, wenn du eine Frau ansprechen willst und du denkst, boah, alle Leute schauen auf dich, mach dir einfach klar, denk dir einfach, hey, wir können uns auch gerade auf ein Date treffen. Also für Außenstehende sieht es einfach so aus, als würdet ihr euch kennen oder eben gerade auf ein Date treffen. Andererseits, wenn es Männer in deiner näheren Umgebung mitbekommen, dann habe ich auch schon oft schon gehört, so, oh krass, der traut sich das, finde ich cool, Respekt, dass er die Eier hat, das zu machen. Also entweder die Leute kriegen es gar nicht mit, ja, oder die Leute denken, ihr kennt euch schon. Und wenn sie mal ein paar Männer mitkriegen, dann zollen sie dir in den meisten Fällen Respekt, weil du der Einzige bist in der ganzen Stadt, der die Eier hat, das zu machen. So, das waren die 3 Mythen. Erster Mythos ist, dass du Frauen nicht angesprochen werden wollen. Das ist, stimmt so nicht. Frauen wollen auf jeden Fall angesprochen werden. Ja, sie sehen sich danach, dass sich endlich mal ein Mann traut, aufrichtig sein Interesse kommuniziert, anstatt so wie die ganzen Männer einfach so zu tun, als hätten sie nicht gesehen oder sie die ganze Zeit anzustarren, aber dann nichts zu sagen. Ja, Frauen sind es so satt, einfach den ganzen Tag von Männern angeglotzt zu werden. Ja. Aber keiner hat die Eier, einfach mal Hallo zu sagen. Ja? Und wenn du dann der Mann bist, dann kommt es auf jeden Fall sehr gut an. Und du wirst sehen, 99% der Frauen wird sich darüber freuen. Mythos Nummer 2 ist, dass du irgendwie einen super coolen Spruch brauchst. Den brauchst du nicht. Ehrlichkeit, Authentizität zieht. Ja? Vergiss die ganzen Sprüche aus dem Internet. Du liest es vielleicht mal in der Brigitte, die 10 schlechtesten Anmachsprüche. Das ist völliger Quatsch. Sowas brauchst du nicht. Sowas schreiben nur irgendwelche Journalisten, die überhaupt keine Ahnung von der Thematik haben. Ehrlichkeit und Authentizität siegt auf jeden Fall. Mythos Nummer 3 ist, dass alle Männer dich anschauen, wenn du eine Frau ansprichst. Nichts könnte entfernter von der Wahrheit sein. Der enge Radius, der kriegt es mit, aber der zollt dir Respekt und der Rest bekommt es überhaupt nicht mit. In diesem Sinne, behalte diese 3 Punkte im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal in die Stadt rausgehst und es wird dir um einiges leichter fallen, Frauen anzusprechen. Und wenn du damit jetzt immer noch große Schwierigkeiten hast, wenn du denkst, verdammt, ich krieg's nicht allein hin, ich traue mich einfach nicht, braucht er vielleicht auch einen Arschtritt, dann melde dich bei mir. Dann kriegen wir das ganze Thema für dich in den Griff, damit wir dich offiziell gerade bringen zu deiner festen Partnerin. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.